Jetzt kommen wir. Yeah. Was auf dem Podest. Ah, das machen wir mal. Au niveau de la solo pour le briefing et qu'on va partir. Les bienvenus vraiment de cœur ici dans le cœur de cette course qui est déjà mythe légende. 314 km, vous avez longtemps rêvé ces sentiers, ces cimes. Bien sûr, ce sera une lutte et une bagarre avec les barrages horaires aussi. Vous aurez le long du parcours. 6, 7, 4, 3, 2, 1. Die erste Stunde habe ich hinter mir. Also nochmal. 6 Stunden unterwegs, ein bisschen müde. Es ist kalt, wir sind auf 2,4 oben. Aber ja, ich werde nicht zurückgehen. Ein bisschen aufpassen. Yippie! So, von der Distanz her habe ich ungefähr einen Marathon jetzt. Einer von 8. Jui. Aber das ist schön, guck mal. Wieder dran zu bleiben. Aber es ist hart. 80 km jetzt etwa. Schnellzug fort. Nein. Ja, Wasser aus dem Bach müssen saufen. Weil ich jetzt gerade ähnlich. Ah, ich kann nicht stogeln. Ich habe einen Verpflegungsposten verpasst. Ich habe nicht gesehen. Jetzt habe ich halt am Bahnhof als Gott aus dem Automat gelassen. Aus dem Bach Wasser genommen. Der nächste Posten ist in 5 km da. Kommt schon gut. So, das ist nach dem Nordsee. August, nichts mehr Spaß. So, es ist 11:30 Uhr. Jetzt bin ich 24 Stunden unterwegs. Ich habe jetzt 2 Stunden jetzt gerade nochmal 1000 Höhenmeter gemacht. Ich glaube, ich komme langsam fit. Ah, jetzt gibt es hier einen von Neve Grimens und dann gehe ich ein wenig auf den Fuß. Morgen um 6 Uhr, ich habe ein wenig Mühe. Ah, gucken, ob ich das einbringe. Golden Boss, Golden Beck. Ich werde den höchsten Mal machen, ich glaube nicht mehr. Und dann ganz hinten würde ich heute gar nicht etwas saufen. Eigentlich kann ich mir das geben, Alkohol für ein Bier. Aber geht auch, das ist gut. Ich brauche jede Energie, die möglich ist. Jetzt gibt es mehr Weltzüger. Ja, hinten sieht man.
Kijk, hoe je geeft. Ja, hopelijk zal ik er aan niks aan zo. Ik kom gewoon mee mooi. Het is nu niet meer. Ik ben grap klaar en hier is het toch gezien. Ja, maar voilà. 150 km niet macht. Mal gucken, vielleicht geht's dann weiter. Voilà, das ist jetzt der Höhepunkt. Grandi Xanso hat mir den Doktor aufpäppelt, eine Massage bekommen, etwas Gutes gegessen. Dann bin ich weitergelaufen. Hindert, das ist wie Werbi. 2,5 Tage haben wir jetzt gebraucht. Ja, kommt auf das Mal. Auf das Mal kommt es irgendwie noch gut. Vorhin habe ich nicht telefoniert. Ich bin gerade ein bisschen böse. Wir müssen das nicht mal gucken. Aber das schaffen wir schon. Ich gehe. Gefallen mir unsere Kürbis im Garten besser, obwohl sie auf dem Mist sicher gut wachsen. Also, ich werde die letzten 120 km Jagd aufnehmen, die mehr oder weniger an einem Stück durchziehen. Mal gucken, ob das aufgeht. Wenn es klappt, bin ich Freitag oder Samstag im Ziel. Wäre schön, freut mich. Ah, ist wunderschön da hinten. Zwei Arme weit. Schau mal, wie man da schon keine Supporter hat. Ja, das ist. Also, jetzt doch noch geschafft. Ich bin auf dem Endspurt, dann noch 50 km. Jetzt probiere ich ein schönes Fieberli aufzupassen, kein Unfall mehr. Und dann sollte ich es eigentlich klappen, dass ich auf die Ufer komme. Schlussspurt noch 10 km. Und dann habe ich 320 km geschafft. Wenn ich es durchziehen kann, was ich jetzt hier mache, ist ein kleines Risiko. Aber jetzt würde ich auch von der Gabe genommen, ehrlich sein. Aber das sage ich nur mir. Also, ich behaupte zu wagen, zu sagen, es kommt gut. Hier unten. Aufgehen. Juhu!
Bravo! Ça fait 150 km pour le Mont Saint-Jean maintenant. Bravo.